Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Medieval Dynasty. Leute, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob das tatsächlich Räuber sind oder ob die zu Klonika gehören und sich einfach nur ausruhen, ne? Weil wenn ich jetzt näher rangehe, kriegen die keine rote Farbe. Und deswegen bin ich mir... Doch, ist ein Gesetzloser. Doch, das ist okay. Dann, ich habe jetzt echt schon gedacht, so, das könnte nach hinten losgehen, ne? Aber dann schießen wir natürlich gerne. Oh, das ist cool geworden. Oh, das tat weh. Der hat mich echt getroffen. Aber es waren jetzt bloß zwei oder kommt da jetzt noch einer? Ne, das waren bloß die zwei, ne? Oh, hier schwirrt so eine Scheibenkleisterfliege rum, ne? Die nervt mich ein bisschen. Gesetzloser. Schön. Das finde ich in Ordnung. Was die immer mit ihren Zwiebeln haben, ey. Wahnsinn. So, liegt jetzt hier irgendwie ein Eisenpfeil? Nein. Genau. Liegt hier sonst noch was? Stock. Weil der hatte ja eine Armbrust in der Hand. Könnte ja sein, ne? Dass er die eventuell fallen lässt. Baumhocker. Benutzen. Ne, benutzen würde ich sie nicht. Ah, guck mal hier. Holzarmbrust, siehst du? Holzbolzen. Ja, die Schaufel, die nehmen wir schon wieder mit, ne? So. Gut. Dann hätten wir Eisenpfeile. Die darfst du nicht vergessen, Kiralein. Sonst bist du echt unglücklich. Die sind so teuer. Ja. Ach. Nein. Ah, was machst du denn? Stein. Gesetzloser? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich ihn. Gut. Cool. Und hier? Oh, da ist noch einer. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn du nicht unbedingt... Oh, der hat echt gesessen, ne? Das Duell, der... Ist er jetzt umgefallen? Schon, oder? Schmugglerware. Birne, Leinengewebe, Salzfleisch. Okay. Ist hier noch irgendwas, was hier so rumliegt? Ja, jedenfalls fliegt hier, schwirrt hier die ganze Zeit eine Fliege um mich herum. Und die ist echt super nervig. Wildschwein. Toll. Schön. Kann ich bitte nur schnell mal meine Eisenpfeile haben? Das wäre sehr nett. So. Hallo? Hallo, hallo? Stein. Gesetzloser Speisemorchel. Okay, dann machen wir das jetzt doch erstmal so. Und jetzt dann. Ja. Sei doch mal bitte lieb zu mir. Zweige. Nicht nett, ne? Kann ich dich so ein bisschen treten? Nee, ne? Ich hätte gern meine Eisenpfeile, bitte. Scheibenkleister, das gibt's doch gar nicht. Da, Eisenpfeil, den haben wir. Aber ich glaube, den anderen, den kriege ich nicht mehr. Der liegt, der ist halt genau draufgefallen, ne? Okay, das bringt, glaube ich, nichts, außer dass es noch mehr rot ist. Okay, schade. Es reicht auch, wenn er ein bisschen rutschen würde, ne? Ne, der ist verloren. Echt doof. Menno. Na gut, hilft nichts. Das Heulen, das bringt mich jetzt auch nicht voran. Okay, Klonika. Das machen wir jetzt auf alle Fälle noch, beziehungsweise ich muss mal schnell gucken, Verwaltung hier. Hat er jetzt
Da zwei fehlen noch, aber ganz ehrlich, auf die, da fehlt noch eins. Warum auch immer ein Mond fehlt. Ich dachte, ich hätte eigentlich 15 geholt. Aber gut, das ist jetzt für mich in Ordnung. So, der kriegt jetzt dann wieder einen anderen Job. Der kriegt jetzt dann erstmal wieder hier. Ne, soll er erstmal wieder Holz sammeln. Das ist für mich vollkommen legitim und in Ordnung. So, ich muss mal gucken, was sie machen. Okay, Brennholz würde ich halt gar nicht mehr machen. Sondern die sollen einfach nur 100%, das sind 86 Holzstämme pro Tag. Das ist voll mega gut. So, Klonika. Da ist irgendwo die Wasserstelle gewesen. Irgendwo da, so in die Richtung. Da müssen wir jetzt einfach mal schnell schauen. Ich denke, Beeren würde ich jetzt nicht mehr groß mitnehmen. Ich denke, wir haben genug Beeren gesammelt, die wir verrotten lassen können. Das sollte eigentlich reichen. Da bin ich mir zwar nicht 100% sicher, aber gut sicher. So, okay. Ich soll die Wasserstelle finden, ne? So, gucke mal in die Richtung. Da hinten, oder? Nee, warte, hä? Hier? Hä? Was? Achso, nee, das ist bloß die Händlerin für das, ne? Finde die Wasserstelle. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, da oben. Da oben ist okay, alles klar. Da muss ich hin. Würde ich sagen, das habe ich jetzt einfach... Ja, da war ich wieder mal ein bisschen deppert. Aber gut. So. Da oben ist irgendwo die Wasserstelle. Knüppel haben wir bereit? Ja, gut. Trinken tun wir nochmal was und dann schauen wir mal, was sie uns jetzt nun erzählen wird. Hier ist die Wasserstelle. Okay. Stehlen? Nee, stehlen will ich nicht. Einmal, einmal. So, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Habe ich vergessen. Toll. Okay, dann hilft nur nochmal nachlesen. Finde die Wasserstelle. Okay, gibt es da irgendwie nochmal irgendwas? Ich habe jetzt die Wasserstelle gefunden. Und nun? Kommt die jetzt her, oder? Das waren komische Geräusche. Ja, das Problem ist, das Zeug, das ist halt stehlen, ne? Da kann ich nicht einfach was nehmen. Puh. Ach, hier. Ah, gucke mal. Da, warte. Untersuchen. Ah. Sieh dir die Wasserstelle genau an. Am Flussufer bemerkst du eine Reihe von Behältnissen, in denen Wasser aufbewahrt werden kann. Du hast keinen Zweifel daran, dass die Kräuterkundlerin das Wasser für ihre Arbeit holt. Immerhin ist diese Stelle nur ein paar Schritte von ihrer Werkstatt entfernt. Dir fällt auf, dass das Wasser hier sauberer ist als flussabwärts, wo die Bewohner der Gegend ihren Dreck auskippen und sich waschen. Kein Wunder, dass die Kräuterkundlerin das Wasser für ihre Tränke fernab des Dorfes schöpft. Nimm einen der Eimer und fülle ihn mit frischem Flusswasser. Die Flüssigkeit ist so durchsichtig, dass du dein Spiegelbild in dem gefüllten Eimer kaum erkennen kannst. Jede Menge an Wasser sollte genug. Diese Menge sollte genug sein. Ah, okay. Gut, und jetzt müssen wir ihr das zurückbringen halt, ne? Wenige Schritte. Hm. Naja. Klar, wenn man auch in die falsche Richtung geht. Ne, bin ich eigentlich gar nicht. Naja, doch, eigentlich schon. Weil die Kräuterkundlerin ist ja da. Okay, alles klar. Wer bist du denn? Tegumir? Stock? Ach, das kann man gar nicht. So. Danke für das Wasser, meine Liebe. Ich hoffe, du hast dir den Rücken nicht überanstrengt. Also gut, ich habe die Kritzeleien und meinen Gedanken sortiert. Ich bin ganz Ohr. Jeder im Dorf kann sich noch ganz genau daran erinnern, was er am Tag des großen Schneesturms getan hat. Ich zum Beispiel war dabei, eine besondere Pilzsuppe zu kochen, als ich unerwartet Besuch bekam von jemandem anderen als Wozmir.
Ich war wahrscheinlich eine der letzten, die mit ihm gesprochen haben, als er noch lebte. Jetzt, da ich darüber nachdenke, wie dem auch sei. Der Jäger kam mit einer ungewöhnlichen Bitte zu mir. Er erklärte stolz, dass es an der Zeit sei, einen weiteren Erben zu bekommen. Und mit einem strahlenden Lächeln bat er mich um einen weiteren Fruchtbarkeitstrank. Ich wusste nicht, dass sie solche Probleme hatten. Ich auch nicht. Washmir meinte, dass dieser Trank ihm und seiner Frau zuvor schon einmal geholfen hatte, als sie schon fast alle Hoffnungen aufgegeben hatten, war Jaropelk geboren worden, gesund und stark. Slava lobte angeblich dieses Wundermittel dafür. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube, sie ist fremdgegangen und das Kind war gar nicht von ihm, sondern von dem Bruder. Es gab nur ein großes Problem in dieser Geschichte. Einen solchen Trank gibt es nicht. Oder zumindest habe ich noch nie davon gehört. Slava hatte mich tatsächlich regelmäßig besucht, bevor ihr Sohn geboren worden war. Aber ich habe ihr meistens Kräutermischungen gegeben, die ihr dabei helfen sollten, Ruhe zu finden und nachts zu schlafen. Washmir war wahrscheinlich nicht erfreut darüber, das zu hören. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Mann, als seine Männlichkeit beraubt zu werden. Also ist der Nachwuchs vielleicht gar nicht seiner. Er wurde schlagartig blass wie ein Geist und weigerte sich, noch etwas zu sagen. Er verließ meine Werkstatt und ging nach Hause. Ich nehme an, dass seine Frau ihm eine Menge zu erklären hatte. Als ich am nächsten Tag aufwachte, galt er bereits als vermisst, nachdem er in die verschneiten Wälder aufgebrochen war. Seinen besten Freund zu verlieren, hat Nidan zerrissen. Noch ein Schritt in Richtung seines Verderbens. Aber da war noch etwas anderes. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Abgesehen davon, dass er plötzlich mit dem Trinken aufhörte, waren einige unverbrannte Stücke Pergament, die ich in der Feuerstelle unseres Hauses fand. Da Nidans Schicksal mit großer Wahrscheinlichkeit besiegelt ist, brauche ich auch diese Fetzen von Schriftstücken nicht mehr. Sie könnten etwas Licht auf die Taten unserer Anführer werfen, diese Aushängeschilder der Tugend. Du hast diese Geheimnisse jahrelang für dich behalten. Vielen Dank, dass du sie mit mir geteilt hast. Alles Gute. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Nidan wird für seine Verbrechen bestraft werden. Diese ganze Situation ist viel komplizierter, als ich zunächst angenommen habe. Ich werde all dem auf den Grund gehen. Es sieht so aus, als hätte jeder hier Geheimnisse. Ich weiß nicht mehr, wem ich glauben soll. Pass auf dich auf. Nee, das glaube ich nicht. Also eigentlich, ganz ehrlich, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist es ganz offensichtlich. Die beiden haben versucht, ein Kind zu bekommen. Es hat jahrelang nicht geklappt. Warum auch immer. Es kann sein, dass sie vielleicht ihn nicht wollte. Ja, obwohl sie zu Hause verheiratet waren. Aber früher war das ja immer ein bisschen anders mit, du musst jetzt die heiraten, weil viel Geld und Familie und keine Ahnung was. Aber ganz ehrlich, der Kopf einer Frau, wenn der nicht aus ist, und das ist ja selten, ja, ist das mit den Kindern, kann es mit den Kindern echt schwierig werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass er keine Kinder bekommen konnte, dass seine Spermien halt einfach nicht mega gut waren. Oder so, ne? Und dann hat sie eben halt gedacht, sie probiert es halt mit jemandem, Nidan war jetzt der Bruder oder der beste Freund? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls glaube ich, dass Nidan der eigentliche Papa ist von unserem Wolfsjungen. Schwierige Situation. Ich kann sie verstehen, dass sie ein Kind haben will, aber hinter dem Rücken, vielleicht hätte man das auch einfach anders machen können. Klar, einem Mann seine Männlichkeit zu berauben, ist nie schön. Aber er kann ja auch grundsätzlich nichts dafür. Aber so ein Erbe wäre halt trotzdem toll. Wow, mein Gott. Alte, verbrannte Schriftstücke. Befrage Slava zu den Notizen. Okay, es ist jetzt doch ein bisschen... es ist schon 15 Uhr. Ja, so viel zum Thema. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was vorbereiten. Das wird wohl eine kleine Nachtschicht. Aber ich muss gestehen, ich würde es jetzt eigentlich schon gerne ein Stück weit wissen, ne, wie es jetzt weitergeht. Zemko? Du bist es wieder. Gut, dich zu sehen, meine Freundin. Was machst du hier? Wo ist dein Bruder? Wo ist Slava? Mach mal langsam. Wieso so viele Fragen? Mein Bruder ist dabei, unsere Abreise vorzubereiten. Wir ziehen in wohlhabendere Lande weiter. Habt ihr nicht gesagt, dass euch in der Wildnis fern der Gesellschaft gut geht? Seid ihr wieder auf der Flucht? Was habt ihr dieses Mal angestellt?
Wofür hältst du uns, gewöhnliche Gauner? Der Wald wurde zu voll. Einsiedler brauchen viel mehr Platz, um sich zu entfalten. Ich habe ein paar unserer Vorräte zum Verkaufen mitgebracht. So viel können wir ohnehin nicht tragen. Ich hatte gehofft, die Anführerin des Dorfes sprechen zu können, aber diese Geizhälse hier sagen, sie wären vor einer ganzen Weile nach Norden aufgebrochen. Ah, das nennt man Pech. Ich muss sie auf dem Weg her verpasst haben. Ich wollte sie nur um Erlaubnis bitten, hier zu verkaufen. Ich möchte das ganz anständig und gesetztreu über die Bühne bringen und diesen Ort mit einer sauren Weste verlassen. Ich möchte die Obrigkeiten ja nicht an den Fersen haben, wenn wir weiterziehen. Ich muss Slava finden, danke. Ich habe keine Zeit zu reden. Das ist mir egal, ich weiß schon, was ich wollte. Das war einfach. Dann sind wir wohl quitt. Gern geschehen, meine Freundin. Ja, okay. Wie weit im Norden ist die? So weit? Boah, Leute. Ich stehe ein bisschen unter Druck, weil bis nach Hause ist schon nochmal ein gutes Stück. Und ich würde eigentlich schon gern mich nochmal so ein bisschen um alles kümmern, muss ich gestehen, ne? Ja, so viel dazu, ne? Das ist ja Schweine. Oh, weiß ich nicht. Essbares Durstlöscher, Brennmaterial. Okay, also grundsätzlich ist es noch genügend da. Durstlöscher ist auch noch 4 Eimer mit Wasser. Reicht auch noch. Essbares reicht auch noch. Ja, komm, wir bringen das jetzt zu Ende. Eine Quest weniger. Auch wenn wir das vielleicht ein bisschen schnell angegangen sind, aber... Puh, ich bin gespannt. Was mache ich? Es ist echt... Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten ich bekomme zu entscheiden. Ob ich überhaupt welche bekomme? Ob das ist, wo gemeint wurde, wie ich mich entscheiden werde. Da hinten ist das Lager. Autosave, ja, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das ist doch Slava, ne? Oh Gott, jetzt bin ich mich echt erschreckt, ne? Alles bleibt in der Familie. Sag ich ja. Es ist vorbei. Moschmir ruht endlich in Frieden, zusammen mit seinen Habseligkeiten und der verfluchten Axt, die sein Leben beendet hat. Damit sollte auch dein Drang, deine Nase in Angelegenheiten zu stecken, die dich nichts angehen, befriedigt sein. Ich werde nicht vergessen, was für eine Beleidigung es für meine Familie und meine Ansehen war, dass du mit den Überresten meines verstorbenen Mannes mit dir herumgetragen hast, in der Tasche. Als wären sie nichts weiter als ein Gegenstand. Was macht dich vom Inbegriff von Respekt und Ehre? Du lebst in einem Netz aus Lügen. Dafür entschuldige ich mich nicht, aber ich habe nur versucht zu helfen. Ich bin ziemlich sicher, das war nicht das erste Mal, dass die Überreste herumgetragen wurden. Oder irre ich mich? Ich finde schon, sie verlangt von uns Respekt und Ehre und ist aber schon von Anfang an total beleidigend zu uns. Und ich finde das... Aber gut, dass sie aus dem Netz von Lügen lebt, das ist ja eigentlich ihre Entscheidung. Oh Gott, Entschuldigung, das Babyfon. Zu lange keine Aktivität. Es ist halt echt, ne? Weil klar, irgendwo geht es uns natürlich nichts an, aber es war ja die Bitte ihres Sohnes, auf der wir hin da unsere Nase reingesteckt haben. Ja komm, wir machen das jetzt hier. Ich habe Jahre damit zugebracht, Recht und Ordnung in dieses Dorf zu bringen. Auch nur ein Fädchen der Verständigung zwischen halbwilden Jägern und einfältigen Holzfällern zu spannen, verlangt harte Maßnahmen und schier unmögliche Entscheidungen. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, eine wahre Anführerin zu sein. Aber ich weiß, was dazu geführt hat, dass Vojmir das Dorf verlassen hat. Er suchte bei Kräuterkundlerinnen nach einem Heilmittel, das du erfunden hattest. Hat dir das diese garstige Kräuterfrau erzählt?
Sie trinkt so viel ihre eigenen Tränke und redet wirres Zeug. Nidan hat gut daran getan, vor diesen Verrückten das Weite zu suchen. Wow, okay. Ihre Meinung interessiert mich so wenig wie deine. Wir sind hier fertig. Kriech zurück in dein Loch. Und oder wo auch immer du dein Nest hast. Boah, ist die unhöflich, die alte Fotze. Entschuldigung. Ein Himmel war gar nicht nötig, ein Heilmittel war gar nicht nötig. Du warst doch gar keine unfruchtbare Hure, wie Woschmir dich immer nannte, wenn er dich für sein Versagen verantwortlich machte. Was ist mit der Männlichkeit, die sich der Herausforderung nicht stellen wollte? Und all die Male, die er schmollte wie ein kleines Kind, wenn er versagte. So hast du ihn Nidan beschrieben. Kräuter hätten ihm ohnehin nicht geholfen. Es gab jemand anderen, der dich befriedigen konnte. Ein Monster, wie er begann, sich selbst zu nennen. Das ist absurd. Was hat er dir erzählt, hm? Das Wort dieses Mannes bedeutet nichts. Ich bin auf ein paar interessante Schriftstücke gestoßen. Es ist alles da drinnen. Du dreckige Hündin, wie kannst du es wagen? Gib mir das zurück. Jaropelk sollte wissen, wer sein richtiger Vater ist. Er verdient es, das zu wissen. Sag ihm die Wahrheit, du alte Krähe, oder ich tue es. Schweig! Das würde ihn von seinen Vorbereitungen ablenken. Er muss um jeden Preis der Anführer dieses Dorfes werden. Er war immer schon in jeder Hinsicht besser als Woschmir. Sein Vater war eine Enttäuschung. Hör auf, ihn immer wieder ins Spiel zu bringen. Woschmir war ein unübertroffener Jäger. Ja, aber er versagte in allen anderen Bereichen, sogar als Ehemann. Wie lange sollte ich warten, bis ich verdorrt und unfruchtbar bin? Ich tat, was getan werden musste. Der Junge wurde stark geboren, unsere Blutlinie wurde gesichert und bleibt unangefochten. Und der Anführer des Dorfes wanderte wie üblich durch die Wälder, in dem Wissen, dass er eine vielversprechende Erbe hatte. All das wegen dem Opfer, was ich gebracht habe. Na klar, die Beine für den anderen Menschen auch breit zu machen, das ist ein totales Opfer. Absolut nicht. Du hast es nur zu deinem eigenen Wohlbefinden getan. Ja, du wolltest das alles nur für dich. Das ist die Wahrheit. Gib es wenigstens zu. Oh, das tut mir aber leid. Ich wusste gar nicht, dass es eine solche selbstaufopferndes Wesen bist. Eine echte Heldin. Nein, ich wollte nur, dass mein Kind besser wird als er. Woschmir hatte keinen Funken Führungsqualitäten in sich. Er hätte die riskanteste Jagd leiten können, aber er konnte mit den tagtäglichen Bedürfnissen seines Volkes weder umgehen noch sie verstehen. Es war fast nie hier, wenn seine Leute ihn brauchten, wenn ich ihn brauchte. Es dauerte nicht lange, bis alle Hoffnungen auf meinen Schultern ruhten. Nidan dagegen mag nicht der Hellste sein, aber ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Er war da, wenn ich ihn brauchte, zumindest bis zu dieser verfluchten Winternacht, in der Woschmir die Wahrheit herausfand. Was ist in der Nacht wirklich passiert? Woschmir war wütend, ich hatte ihn noch nie so außer sich erlebt. Er stürzte sich auf mich und erwürgte mich beinahe. Doch selbst in seiner Wut war er kein solcher Mann. Also ließ er mich los und floh in die Wälder. Es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, was geschehen war. Dann warnte ich sofort Nidan. Sie waren schließlich noch immer gute Freunde und Weggefährten, die sich schätzten. Ein Teil von mir machte sich noch immer vor, dass dieses Feuer wieder gelöscht werden könnte. Die Zeit verging und einer von beiden kehrte zurück. Ich ertrug das Warten nicht länger und folgte ihren Spuren durch den Schnee. Ich hatte keine Zweifel daran, wohin Woschmir gehen würde. Seine Hütte in den Wäldern, dieser sichere Ort, war eine ziemlich offensichtliche Wahl. Als ich die Hütte erreichte, bat sich mir ein erbärmlicher Anblick. Zwei große Anführer, betrunken und erbittert streitend. Woschmir konnte kaum gerade stehen und Nidan war auf allen Vieren. Oh, hat sie ihn getötet? Bevor ich etwas sagen konnte, hob Woschmir seine Axt, während er irgendetwas von Gerechtigkeit murmelte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich reagierte einfach. Ich warf mich zwischen die beiden und die beiden Teile meines Lebens waren. Ich packte Woschmirs Handgelenk, als er kurz davor war, Nidans Schädel mit der Holzhalle-Axt zu spalten. Den Rest erspare ich dir. Und mir. Ich will nie wieder daran denken. An diesem Tag verhinderte ich, dass mein Sohn zu einem Waisen wurde. Nur einer der beiden konnte diesen Ort lebend verlassen.
du hast dich entschieden. Manchmal muss man im Leben nehmen, um ein anderes zu retten, aber diese Lügen sind über die Jahre gewachsen. Das hätte vermieden werden können. Mord ist Mord, egal aus welchem Grund. Solltest du für das Geschenk gehängt werden, was du getan hast. Scheibenkleister. Und man kann keine Pause machen. Wahrscheinlich beende ich die Quest jetzt gar nicht. Oh Gott, eigentlich will ich die Kackbären noch austun. Ja, hat sie? Scheiße, ja. Ich bin kein Mensch, der Mord mit Mord bestraft. Sorry, soll sie halt auf ewig in der Versenkung leben. Ja, aber das finde ich nicht gut. Ja. Erspare mir deine Moralpredigt. Du warst nicht dabei. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, als ich die Hütte verließ. Alles, was ich noch weiß, ist, dass ich blindlings nach Hause ging, voller Angst, rannte. Nidan kehrte am nächsten Tag zurück. Er glaubte, dass er die Schuld am Tod seines Freundes trug. Ich konnte ihn einfach nicht zur Vernunft bringen. Er zog sich zurück und innerlich war er selbst fast tot. Bald darauf musste ich die Leitung unseres Dorfes übernehmen. Wir haben nie wieder über diesen finsteren Ereignis gesprochen und es blieb dabei, bis du aufgetaucht bist. Eine Mörderin, die ein Leben rettet, ein Ehebrecher, der Eheprobleme löst, ihr seid ein einzigartiger Haufen. Ich habe noch nie so viele Lügen und Verbrechen auf einem Haufen gesehen. Woher sollten die Leute überhaupt noch wissen, wer du wirklich bist? Eine falsche Entscheidung hat den Zerfall einer wohlhabenden Familie ausgelöst. Vielleicht habt ihr es verdient, aber ihr habt trotzdem alle mein Mitleid. Oh. Ich bereue nichts. Ich habe hart daran gearbeitet, meine Hände von diesen Blutspuren reinzuwaschen. Bitte lass nur nicht zu, dass mein Sohn mit all mich als Monster sieht. Das würde mich umbringen. Der zukünftige Anführer des Dorfes ist ein kluger und warmherziger junger Mann. Die Zeit muss zeigen, als was er dich sieht. Was du willst, ist mir vollkommen egal. Er wird die Wahrheit erfahren und mit dir tun, was er für richtig hält. Du bist längst ein Monster. Es wird Zeit, um die Augen zu öffnen. Oh, ich bin aber nicht jemand, der so knallhart ist, ne? Ich denke schon, dass man... Ja, hier auf alle Fälle... und mit dir tun, was er für richtig hält. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Nein! Ich habe doch bloß F gedrückt. Ich wollte halt die Fackel anmachen. Lass mich. Ich möchte allein sein. Okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Es tut mir leid. Scheibenkleister. Ich wollte bloß gucken, ob ich das Licht anmachen kann. Okay, wie spät ist denn das? 21 Uhr. Ach du heilige Katastrophe. Okay, wir machen das jetzt so. Ich gönne mir jetzt, glaube ich, die Reise. Ist es schneller, wenn wir jetzt kurz rüberreiten und dann das Stückchen rüberlaufen? Ich weiß es nicht. Von da nach da? Oder von da? Ich glaube tatsächlich ist es besser, wenn wir da schnell rüber. Boah, krass, was eine Geschichte, ne? Es tut mir jetzt echt leid, dass wir das Ende jetzt gar nicht so richtig mitbekommen haben. Ich kann es gar nicht sagen, was jetzt passiert ist, ne? Wir sprechen jetzt, also ich persönlich hätte jetzt wahrscheinlich die 2 genommen, einfach ihm die Wahrheit sagen und er soll dann halt entscheiden, was mit ihr passiert. Ja, es ist immer noch seine Mutter und ich habe nicht das Recht, über das Leben seiner Mutter dazu so zu bestimmen, ne? Und deswegen hallo? Hallo? Wo ist denn der? Da, Entschuldigung. Gott. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit, Piastovia. Dann mal los. Jetzt bin ich gespannt, wie spät es ist. 22.10 Uhr. Okay, und jetzt müssen wir halt hier hin. Da. Genau, also, ja. Es ist schon echt schwierig, ne? Also, ich boah, weiß auch nicht so richtig, was man da jetzt hätte irgendwie besser machen können, anders machen können. Wie gesagt, ich kann ihre Beweggründe verstehen. Ja, gerade wenn man halt einfach unbedingt Mama werden will und es klappt halt einfach nicht.
dass das dann irgendwann vielleicht zu verzweifelten Taten führt, aber Kommunikation, ich denke, wenn man von Anfang an offen geredet hätte und gesagt hätte, Mensch, wir haben es jetzt so viele Jahre probiert, irgendwas ist nicht richtig, aber gut, wer weiß, wie es damals war. Ich meine, ich habe nicht im Mittelalter gelebt, keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte man sie als Hexe verbrannt oder sowas, wenn sie gesagt hätte, dass das nicht geht. Ja, es ist wirklich sehr verzwickt alles, ne? So, ja. Aber sie dafür zu hängen, weil sie den Wunsch hegte, ein eigenes Kind zu bekommen, auch echt uncool, oder? Also weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch nicht so. Wären wir damit nicht genauso schlecht? Ich kann es mir irgendwie nicht so recht erklären, wie man das dann am besten macht. Ach, ich habe schon wieder. So. Und jetzt nochmal schnell ins Nahrungsmittellager, dass wir hier nicht das komplette Fleisch verderben lassen. Beziehungsweise alles, was wir hier drüben haben. Boah, 134 Fleisch haben wir jetzt geholt, ne? Ich glaube, die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die Zwiebeln machen wir rüber. So. Genau. Und jetzt packen wir das letzte noch raus. Ja, mal gucken. Also wir werden dann irgendwann im Laufe des Sommers mal zu Gedönsdings gehen und mal fragen, wie er das alles so findet. Und dann werden wir ja sehen, was passiert. Wahnsinn, ne? Schon krass, wie sich das alles so entwickelt hat. Tja. Nie gut. Nie gut, wenn es um den Nachwuchs geht. So. Krass, okay. Gut, ihr Lieben, dann danke ich euch für heute, dass ihr dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und ich freue mich dann auf die nächste Folge. Da geht es dann mit dem ersten Tag des Sommers im Jahr 2 weiter. Schon krass, wie das eigentlich so jetzt vergangen ist und so. Wahnsinn. Genau. Okay, also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.